So, weiter geht's heute mit dem Duell mit der TSG Hoffenheim. Und ja, wir wollen uns wieder ein bisschen in der Volkssport weitermachen. Und ja, Mbappé, okay, dass er gegen Prag getroffen hat, damit ist klar. Wir haben ein nächstes Endspiel in der Champions League. Ich gehe mal ganz kurz auf die Tabelle, also zumindest was die. Die Frage ist, ob die Champions League-Tabelle mit dabei ist, Wettbewerb wechseln, ja. Runde 3, das ist der DFB-Pokal, das ist sowas anderes. Das ist der Supercup, den haben wir schon gewonnen. So, gehen wir in die Champions League-Gruppen mal kurz eben rein. Also, PSG führen da momentan mit 10 Punkten. Wir sind Zweiter vor Tottenham. Also, im Sieg gegen Slavia Prag sind wir auf jeden Fall in der nächsten Runde. Können sogar noch Gruppenerster werden. Auch Paris kann noch ausscheiden. Prag ist raus. Komplett raus. Mal gucken, wie es am Ende aussieht. Wie gesagt, wir haben das Auswärtsspiel in Prag vor uns. Und da wollen wir definitiv ansetzen, um den Titel, beziehungsweise um erstmal diese Gruppe zu überstehen. Gut. Das ist aber ein anderes Thema. Und jetzt heißt das Liga-Alltag wieder zurück. DSG Hoffenheim als nächsten Gegner. Das ist immer in der Tabellenzweite. Und ob wir die dann schlagen, schauen wir uns heute an. Gehen wir rein ins Match. Geht jetzt gleich ins Match. Der Erste gegen den Zweiten. Beide wollen natürlich heute gewinnen, wollen sich da oben festsetzen. In ein paar Minuten geht's los mit Schalke 04 gegen die TSG Hoffenheim. Genau so ist es. In den letzten Tagen stand er so im Punkt der Aufmerksamkeit. Denn er spielt heute das erste Mal gegen seinen ehemaligen Verein. Das sind besondere Spiele. Absolut, Wolf. Da sind dann auch Nerven gefragt. Ja, mit dem habe ich auch immer einen guten Fang gemacht, klar. Boateng? Habe ich das gerade richtig gesehen, dass es Jerome Boateng ist? Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es. Vielleicht stellen wir uns gegen die Spurs. Warum sollte man auch irgendwas ändern, wenn es funktioniert hat? Wir wissen, dass sie gerne unheimlich viel Druck ausüben auf ihren Gegner. Tatsächlich. So, auf geht's. Wenn dir ständig einer auf den Füßen steht, dann ist das blöd. Richter. Ah, der schon wieder auf Feier ist und wieder abgeht da vorne. Probiert's mal. Wieder Latte. Also, er macht öfters mal solche Dinge. Direkt am Anfang mal rechts raus, mal über Richter probieren, der ein, zwei Leute stehen lässt. Und vielleicht funktioniert das ganze Ding irgendwann mal. Mit einem frühen Tor.
da Sinac. Da kommt der Pass. Der Ball auf Alario war gut. Alario. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Gibt die Ecke, weil da noch ein Hoffenheimer den Ball rausgegrätscht hat. Der Kopfball, eigentlich eine gute Chance, aber... Ja, ich will halt das Ding hier nach Hause fahren. Ich will diese Punkte auf Hoffenheim ein bisschen was aufbauen. Ich glaube, dann hätte man 7 oder 8 auf Hoffenheim. Aber mal gucken. Es wird nicht einfach werden, das ist schon mal jetzt klar. Er bekommt die Unterstützung. Ja, aber hey, gut gemacht. Wagt Gas abseits. Ja, guck mal, Becker. Was die bislang für eine Saison spielen, Wahnsinn. Und beim Blick auf die Tabelle wird das ja auch nochmal bestätigt. Sie liegen auf Platz 1. Sie verlieren den Ball. Latzer. Das könnte was werden hier. Richter. Flanke kommt! Ja, das, ich hatte gehofft, dass er irgendwie eine Ecke bekommen, mit, rausholen kann. Oder dass man da irgendwie eine Ecke rausholen kann. Kopf. Wir sehen das frühe Pressing. Geklärt, aber einmal für die TSG, da waren wir noch dran. Alex Semiranchu. Ah, guter Ball aus Goff, der weg ist da jetzt vorne, der ein bisschen zu sehr alleine ist. Da ist der Rechtsverteidiger, fehlt da gerade so ein bisschen. Savic kommt nicht in den Zweikampf. Und es gibt die Ecke für die TSG und die ist geschenkt. 22. Die Kopfballchance, aber das ist natürlich schwach. Ja, ärgert ihn auch, sieht man. Vielleicht wollte er da am Ende zu viel, das war vom Timing. Ludek. Freiburg. Na, was heißt, die Frage ist, wenn du jetzt auf Achtelfinale kommst. Na, der wird so weit sein. Ja. 27. Also im Achtelfinale sind wir gerade in der Zeit über Dortmund ausgeschaltet. Wollen wir natürlich den nächsten Schritt gegen den SC Freiburg machen, dann werden wir nämlich im Viertelfinale, aber es ist halt noch ein bisschen. Dennis Geiger. Vor allem in Freiburg. Nur so nebenbei. Muss er besser verteidigen. Ja, da ist er zur Stelle, Ball gewinnen. Ah! Aber gut, gut gerettet, seine Aktion. Kolasinac. Lukas Alario. Vielleicht ein Konterschuss. Ja, schönes Ding, Marco Richter. Ja, also momentan geht es nicht so, wie ich das gerne hätte. Da können Sie klären. Weiterer Eckball für Sie. Nochmal Richter. So, Ecke kommt. Den Ball faust er weg. Guter Einsatz. Bell raus und eigentlich auf der falschen Seite. Ist normalerweise einer, der... Da ist die Reingabe. Ganz knapp. Abseits. Ich weiß nicht, ob das nicht doch gleich Gehör war. Naja. Das ist es einfach. Wir sind klar überlegen. Da haben die Chancen und alles drum und dran. Haben schon das eine Ding per auf A aufs Alu gesetzt. Und wieder Hoffenheim. Aber die sind auch nicht ganz ohne. Eigentlich hast du es komplett im Griff. Aber wie gesagt, eigentlich. Da sieht sie. Wer gemacht? Alex Emiranchu. Ja, sieht sie. Jetzt am Mann. Ach, der Ball ist weg in der Vorwärtsbewegung. Ich lasse jetzt bewusst diese Situation laufen, weil ich diese, weil ich die Ecke, weil ich diesen Freistoß nicht unbedingt haben wollte gegen. Also 0:0 der Pausenstand. Frage, warum auch immer. Eigentlich ist das Ding komplett überlegen, aber wie gesagt, eigentlich. Also wir gibt es uns gab, es muss auch Geld für Becker. Weiter geht's mit der zweiten Hälfte. Anstoß TSG Hoffenheim. Naja gut, Halbzeit 2 läuft. Schauen wir mal. Dennis Geiger. Geiger. Die
geht da mit vollem Einsatz zum Ball. Und jetzt Dill Rausen. Schalke jetzt über außen. Dill Rausen. Jetzt vielleicht mal. Es passiert nichts. Also 0-0, das will ich jetzt unbedingt, nicht unbedingt haben. Jetzt muss ich ein bisschen das Tempo ein, den Einsatz erhöhen. Latza. Aber dieser zweite Angriffswelle kommt. Die Gäste werden wechseln. Die Bayern, okay. Das sah so vielversprechend aus, dieser Konter. Aber das war dann doch nichts. Jetzt hat er Platz. Da ist Platz auf dem Flügel. Hereingabe in die Mitte. Super Parade. Den Kopfball hält. Kommt gerade nicht momentan, so wie ich das gerne hätte. 61. 0-0, das wäre ein bisschen wenig. Suarez. Da wäre Platz auf außen. Ja, nicht zu sehen. Bargas, der ist ein bisschen weit weg. Der ist nicht weg. Kaum zu glauben, Mike. Also 0-1 ist schon nicht eine absolute Katastrophe. Das ist ja der absolute Worst Case. Jetzt kommt der Vargas. Ja, schon das gut gemacht hat. War auch gar nicht was so. Aber auch die Hoffenheimer merken jetzt gerade, okay, hier könnte was gehen. Und dann treffen sie dann doch noch. Luis Suarez. Ich muss den Wecker runternehmen. Der ist so gehemmt da hinten, der kann er nämlich nicht mehr machen. Also, das Topspiel gehen die Gäste hier in Führung. Deswegen muss ich diesen Wechsel ziehen. Ach Mann! Ballverlust. Jetzt vielleicht mal Marco Richter. Jetzt können sie einwerfen. Wird da eine Chance raus? Jetzt wird Zeit für eine Flanke. Problem, wenn die natürlich den Wechsel jetzt ziehen, das heißt, ich kann natürlich jetzt nichts machen. Latza. Dani Latza. Da nimmt er was? Sehr gutes Tackling. Was? Tut mir, bitte, warum die war das kein Foul? 10 Minuten sind hier angebrochen. Sie bekommen den Einwurf. Es ist schon beeindruckend, wie sehr die Fans hier hinter ihrer Mannschaft stehen. Ich glaube ja, dass das Team das spürt. Das gibt nochmal Schwung. Neuen Elan für die Schlussphase. Schalke mit dem Einwurf. Sie müssen ein Tor erzielen, aber hier wurde der Ball abgefangen. Ja, das ist das Problem. Nur noch wenige Minuten und beide Mannschaften haben hier noch alle Möglichkeiten. Mann, du kommst aber auch da nicht durch an. Mann, das gibt es. Ach, hört auf zu wechseln. Ihr habt ja schon viermal durchgewechselt jetzt. Komm, gib mal Gas. Da kommt die Ecke. Wird das die Entscheidung? Feierabend.
Ein Spiel, was du nie und nimmer verlieren darfst. Du bist so drückend überlegen und kriegst es nicht hin. Die Rose nochmal. Ich könnte 5 Jahre aufs Tor schießen, es würde nichts passieren. Wenn FIFA sagt, du verlierst ein Spiel, verlierst du mein Spiel. Hoffenheim ist wieder komplett drin in der Saison. Die müssen sich weiter verbessern. Das war bei dieser knappen Niederlage heute nicht zu übersehen. Und ich bin sehr gespannt, wie der Coach im nächsten Spiel reagiert. Fehlschuss, Fehlschuss, Fehlschuss. Gut, dann geht es jetzt im Pokal weiter und dann spielen wir in Freiburg.